Battle Square. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallo? Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Du kannst diese Leute ruhig passieren lassen. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Voll verarscht. Wurde bereits ein Platz? Die Untersuchung läuft. Weiter. Sie sammelt die Augenzeugenberichte und erstattet dem Direktor Bericht. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem... Lasst mich das erklären. Ich bin Dio, der Direktor. Das erwähntest du bereits. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu... ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Ja. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Gott, ey. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Wohlan, junge Freunde. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Ich
werde euch natürlich helfen. Kenn mich hier schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Hier entlang. Los, beeilt euch. Der Täter darf nicht ungeschoren davonkommen. Er wird dafür büßen, dieses Paradies der Unbeschwertheit besudelt zu haben. Hi, Lichti. Ja, hier sind wir schon. Der wird aber anders ausgesprochen, als Square Enix es selbst gesagt hat. Irgendwie ist das ein bisschen weird. Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Früher haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort unten nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral. Wahrlich, die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag, das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Ist ganz lustig da bis jetzt. Nicht Outlast Vibes, sondern wie heißt das? Das Horror-Game, wo so scheinbar. Wir werden beobachtet. Passt auf. Ja, ist wieder so. Callisto-Protokoll. Es hat gerade so Vibes wie Callisto-Protokoll gehabt. Ihr verpasst noch das Frühstück! So ist's recht, einen schönen guten Morgen! Helga! Das würde ich lieber lassen! Okay, mir nach! Zahn zulegen hier! Vorwärts, Marsch! Immer schön dem Onkel nach! Hey, Boss, deine Gäste sind da! Du? Nee, ich weiß es natürlich. Cloud, stimmt's? Kennen wir uns von irgendwo? Natürlich nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal. Sonst könntest du dich auf jeden Fall dran erinnern. Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du auch warum? Alles Köllchen, Claudi? Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Mörfen. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Korrekt.
Glückwunsch! Tada! Du bist richtig berühmt! Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist besten Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, um den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, dir zu beraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings! Wir nehmen will, muss doch geben können. Nicht wahr? Also, Freundchen, willst du mir Kohle besorgen? Brauche ich gerade ganz, ganz viel davon. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Klumpenhackfleisch verwandelt hat. Einfach den Täter ausliefern reicht es halt nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenberg! Asche, Knete, Kohle, Beute, Projekten! Er denn für ein Problem? Wie und wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokobo-Rennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud! Hey, kein Stress, Mann! Wir sollen bei uns an nichts fehlen. Ach so, dass du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haustiere sind aufbegehrt. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Was heißt zu deinem Rennen und so? Gibt's bei dem da? Geht klar, Boss. Enttäusch mich nicht. Ist das der kleine Sophie, Bruder vom... Ich bring dich dann mal zu deinem Schokobo. Corneo? Immer dem Schnabel da. Gefühlt, ja. Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Viel Glück auf der Rennbahn. So ist's, Franz. Immer schön dem Onkel nach. Wenn du wegläufst, kommst du eh nicht weit. Nee, aber ein Bekannter. Hier, das ist der Knabe. Er gehört ganz dir. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Cloud? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Schokobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen, bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Hm. Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst ich soll deinen dämlichen auf Vogel Pico auf und rein? Rad ihn mir schön groß. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Habt ihr mal genug zu fressen? Wird schon keiner was merken, wenn ihr die Frucht abzweigt. Wo könnte man... Was anderes fällt mir da nicht ein.
Nee, hab ich noch nicht gemacht. Warte mal. Ja, habe ich tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich gegeben. Ich glaube, bei Wüstensturm konnte man was gewinnen. Na, viel Glück jedenfalls. Och Mensch, müssen wir schon. Ey, das Spiel ist schön, keine Frage, aber du rennst hier von Nebenaufgabe zur nächsten. Oder in der Nebenaufgabe eine Nebenaufgabe und da auch wieder eine Nebenaufgabe. Genau. Wüstensturm dient Grobian mit der willkürlichen Demolierung sämtlicher Kisten als Stressabbau. Zerstöre so viele Kisten, wie es dir bis zum Ablauf der Zeit möglich ist. Je mehr du schaffst, umso höher ist deine Punktzahl erreicht, um das Spiel erfolgreich abzuspielen. Gibst mir Zahlen? Ja, kennen wir schon. Okay. Keine Ahnung, probier's einfach mal. Hä, wie krieg ich die kaputt? Egal. Och, ernsthaft? Du springst über jeden Scheiß, nur hier drüber nicht. Nicht durch? Gibt's denn was? Nö, hier geht gar nichts mehr kaputt. Mein Einsatz. Volle Konzentration. Los geht's. Ja.
Konzentration. Es ist vorbei! Nicht mit mir! Das war's dann. Konzentration. Das war's dann. Und tschüss. Nimm das. Uah, nicht runterfallen. Uah. Das war ja beeindruckend. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Nein, ich wollte nicht nochmal. Nein. Nein. Abbrechen. Einmal zurück. Ja, ich wollte das gar nicht weiterspielen. Oh Mann, du willst das doch hier gewinnen, oder? Hammer doch. Was willst du denn? Vielleicht kommt ja irgendwann Lust auf. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Aber mehr gibt die Wüste halt nicht her. Na, fündig geworden. Will ich nicht. Muss ich das jetzt nochmal machen? Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Schon unserer kleinen Gang von Rumschleichern begegnet? Die wissen vielleicht was. Wobei du es vermutlich aus ihnen rausprügeln musst. Na, viel Glück jedenfalls. Rumschleicher?
Signal des Planeten. Ja, ich glaube auch. Irgendwie 3 Stück und dann kann ich rein. Gehen uns mal hier umgucken. Ich habe keine Ahnung. Stehst du auf Schläge, Mann? Dann bist du bei mir genau an der richtigen. Was glaubst du, was dir blüht, wenn du weiter hier einen auf dicke Hose machst? Hm? Ich hab keine Ahnung. Was haben wir denn hier mal? Rastpunkt, Kartenkern. Krämerladen. Dann haben wir hier die. Ein schwarzes Brett. Wie hätte es auch anders sein können? Aus. Willkommen im Reich des Bösen. Oberfläche, na, das wollen wir aber nicht. Hey, dass man aber auch keine Hinweise hier kriegt. Alter, hier ist das. Also nicht zumindest nicht so. Das sieht immer so aus. Hey, du da! Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. Möchtest du uns nicht ein wenig bei unserer Feldforschung helfen? Natürlich wird deine Mühe nicht umsonst sein. Du wirst eine wertvolle Belohnung erhalten. Und was? Es ist auch ganz einfach. Du musst nur mit allen Teilnehmern reden. Hä? 4 von ihnen werden dir eine Lüge auftischen. Nur ein Teilnehmer schwindelt nicht. Versuche herauszufinden, wer die Wahrheit sagt. Ah, für einen Versuch verlange ich allerdings. Alles klar, einen kleinen Obolus. Nur so am bis Rand. Bis später. Finde unter den 5 Mitgliedern dieses Seminars für Lügenbolde die Person, die die Wahrheit sagt. Jeder Versuch kostet dich. Also weise drücke. Oh Gott, oh Gott. Ah. Hi Schatzi, danke fürs Zunge rausstrecken, das ist sehr nett. Also man hat hier. Ah, ich muss die Notizen. Gerne, gerne. Kriegst du mir nie wieder einen Schokoriegel. Also der eine muss hier irgendwo sein. Weil hier sind diese komischen
Kann ich hier markieren? Geht das? Das geht. Aber du meinst damit? Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Hä? Frech. Ich bin kein böses Pi. Ich bin voll das liebe Pi. Alter, wollt ihr mich jetzt? Hallo, ich möchte. Doch nur da unten sein. Stehst du auf Schläge, Mann? Was glaubst du, was dir blüht, wenn du weißt? Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Bin ich jetzt blind? Siehst du, ich bin voll lieb. So, du gehst genau drauf zu. Hier. Irgendwie. Mit dir kann ich nicht sprechen. Mit euch kann ich auch nicht reden. Hier auch nicht. Das ist der Kamerafutzi, der ist mit vollkommen Wumpe. Faszinierend. Mensch und so. Aufs Maul! Aufs Maul! Selber schuld. Story-Aufträge. Meine Fresse hier. Willkommen im getürmten Knasti, der Absteige für alle Trunkenbolden. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Richtig. Tja dann, hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte etwas verwildert sein, war da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Na, siehst dir am besten selbst mal an. Da oben wimmelt es allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. So, damit haben wir schon mal das. Jetzt immer noch diese beknackte Suche da. Ich glaube, ich hätte ja nicht irgendwie was mit dem Copyright und so.
irgendwie einer Mitglied. Ein Mitglied. Ja. Auch keinen mehr haben und mehr selber welche. Such das beste Gemüse aus, ja? Lass mal das Zeug hier holen. Nur mal sehen. Ja. Haben wir Eis? Nein, wir haben kein Eis. Feuer frei. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin. Armselig. Und tschüss. Sorry. Nein, warum sind die? Ah, nicht Gravitas, das ist ganz schlecht. Es wird heiß. Ah, danke. Du darfst weitergehen. Oh, sorry. Dankeschön. Ei, ei, ei. Oh Mann, was ist denn jetzt los hier? Wird nicht lange dauern. So, Mann! Ich hab mal schon. Was ist denn jetzt hier? Hat keine Kühe. Sag mal, was ist denn jetzt? Was ist denn los gerade? Gib jetzt die Pflanzen her. Denkt wer an dich und küsst eine andere. Oha. Okay. Macht das einen Unterschied? Warte, das merke ich mir. Oh nee. Feuer! Los geht's.
das hätte ich auch gewonnen. Komm jetzt her! Kurz und schmerzlos. Und tschüss! Ja. Es ist noch nicht vorbei. Wo ist der Materia? Doch, du kannst mich zugeben. Ist okay. Oh, bitte jetzt hier nicht abschmieren. Was macht ihr denn hier? Anbetung? Warte, ich muss euch noch analysieren. So, der Kaktor. Ein flinkes Pflanzenungeheuer mit ausgezogenem Gesicht, das in Wüsten beheimatet ist. Wenn es einmal losrennt, düst es so schnell durch die Gegend, dass das Auge nicht folgen kann und nur eine undeutliche grüne Gestalt wahrzunehmen ist. Wirksam. Aua, 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 wow. Da war was. Auf ein neues. Da war was. Das war's dann. Kiste. Nein! Du traust dich weg, ich weiß, oh, geht aus dem Bild. Ich weiß, dass du es tust. Ich hab gehört, dass die Chocobos in der Wüste Sandfeder bekommen, damit sie sauber werden. Vielleicht sollte ich Kiko das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Ich kann's gucken. Bist du nicht? Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. So, jetzt diese bekloppte Aufgabe hier von dem alten Penner. So. Ja, schon mal vom getürmten Knasti gehört. Was ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann? Heute Abend gibt's einen Anstoß. Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder?
Ich gehe allerdings gern hin, vor allem wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Ach, wie gerne würde ich mal in Gibgards Leben am Limit reinlesen. Wirklich zu schade, dass sie das in der Zauberfibel nicht führen. Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gast bewundert? Du musst unbedingt nach dem versteckten Glückskaktor suchen. Im Bestienbunker gibt's so ein krasses Vieh, das sie Test Null genannt haben. Heftig, oder? Also hier geht es um den Cosmo Canyon. Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört, was? Ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann. Mal ganz kurz mal eine Notiz schreiben, sonst vergesse ich das bis dahin. So. Hast doch sicher schon mal vom getürmten Knasti gehört, was? Ist die einzige Bar, in der man den berühmten Cosmo Canyon trinken kann. So, dann haben wir hier... Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder? Ich gehe allerdings gern hin, vor allem wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Okay. Ach, wie gerne würde ich mal in Gibgards Leben am Limit reinlesen. Wirklich zu schade, dass sie das in der Zauberfibel nicht führen. Aha. Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gast bewundert? Du musst unbedingt nach dem versteckten Glückskaktor suchen. Graffiti. Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gast bewundert? Du musst unbedingt nach dem versteckten Glückskaktor suchen. Die sind echt nicht leicht hier herauszufinden. Wer ordentlich Mumm hat, kann sich im Bestienbunker an einem Kampf gegen ein Wesen namens Test Null versuchen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja. Kein Kleingeld, kein Problem. Bei mir gibt's Kredite zur Superkondition. So, muss ich mal nebenbei meine Notiz hier aufmachen, also nicht. So. Jetzt. I know. So. Dem Graffiti bei Gas anwesend. Heiliger Bimbam. Okay, nee, dann nicht. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Du bist auf der Suche nach Gemüse. Habe ich nicht recht? Ja. Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug einen klitzekleinen Gefallen tun. Ich bin Besitzer eines Casinos. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Jemand sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten, Ich übernehme das. Jetzt sag nicht, dass ich Karten spielen muss. Ich bewundere ihre Fähigkeiten. Doch da sie den Ruf haben, unbesiegbar zu sein, kommen immer weniger spielfreudige Kunden ins Casino. Ein Sieg deinerseits würde sicher auch andere Spieler wieder anlocken. Ich muss spielen. Du findest die drei im Casino.
Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich muss das spielen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Kartensammlung. Die eine oder andere könnte dir sicher von Nutzen sein. Ach, hab ich alle schon, sorry. Och nein. So, also laut ist es hier schon mal. Und mit den Heiltränken stimmt schon mal. Nee, Quatsch, Waffenladen. Oh Gott. Meine Herren, was ist denn los heute? Psst. Im Laden lautet Regel Nummer 1. Ruhe. Okay, sie hat gelogen. Sie müsste gelogen haben. Danke. Achte auf deine Waffe. Ach Mann, was ist denn los jetzt? Na, ja, das sind die, die ich dann besiegen muss. So, Moment. Alles klar, Schatz, bis später. Aber ich muss tatsächlich raten, habe ich keine Ahnung. Danke schön, Tati. Würde mich nicht wundern, wenn sie alle lügen. Und weißt du, wer von ihnen die Wahrheit sagt? Ach, wie gerne würde ich mal in... Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gastbewohnern? Ach, wie gerne würde ich... Warst du schon im Waffenladen? Ist immer voll laut da, oder? Ich gehe allerdings gern hin, vor allem, wenn es mir dreckig geht. Haben schließlich auch Heiltränke. Nein? Ach, wie schade. Deine Antwort war leider nicht richtig. Meine lieben Teilnehmer, eure Lügen waren nicht zu enttarnen. Großartig. Versuch dein Glück doch nochmal auf ein neues. Mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hast du sicher Erfolg. Dafür bürge ich. Und weißt du, wer von ihnen die Wahrheit sagt? Ach so, sagt ihm alles die Wahrheit. Ach nee. Du kannst dich auch gerne nochmal in der Umgebung umhören. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Okay, dann gehen wir mal Karten spielen. Ich, die war nämlich gestern so nett, hat mir das erklärt. Die sind zu stark. Da habe ich den Spiel gestartet. Wie kann ich helfen? Ich bin gerade mitten in einer Darbietung. Ah. Sie wollen eine Runde Blut der Königin spielen? Hm, das ist jetzt aber unpassend. Ich bin Popino, die lebende Statue. Und Statuen bewegen sich eigentlich nicht. Hm. Ich mache eine Ausnahme für sie und werde meinen Armen erlauben, sich zu bewegen. Sie werden es noch bereuen, mich in Bewegung gesetzt zu haben. Oh Gott.
Du hast eine überschreibende Karte erhalten. Diese Karten können ausschließlich auf Feldern abgelegt werden, auf denen schon eine eigene Karte platziert ist. Ach so, das hatten wir schon. Ja, ja. So, Sturmkarte müsste klappen. Partie beginnt. Halt. Alter, was hat der für Karten, bitte? Wenn ich die Karte lege, habe ich da die Möglichkeit. Kann ich noch nicht leben. Man kriegt die einen Punkt. Und die kriegt einen Punkt. Moment, ich muss kurz überlegen, ihr Lieben. Hier kann alles scheiße. Den dahin kriegt der einen Punkt und die kriegt einen Punkt. Den Sturmgardisten kann ich hier hin. Da kriegen die einen Punkt oben, die nach unten, die da vorne kriegt einen Punkt. Moment. Die kann man noch nicht legen, weil die haben so. Die Zinne kriegt die dann einen Punkt und die kriegt einen Punkt. Aber er macht's mir jetzt nicht kaputt. Die kann ich jetzt nicht. Jetzt habe ich nicht hingeguckt, scheiße.
Bäm. Eine komplette Niederlage meinerseits. Sie sind gut, aber sicher hat auch meine Darbietung sie tief bewegt. Oder mein Traum ist es, irgendwann professionell im Gold Saucer zu performen. Aus diesem Grund habe ich hier in dieser Gegend Halt gemacht, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Doch durch meine Siegessträhne hat sich niemand mehr zu mir getraut. Die Niederlage kam mir also recht. Ich stehe hier felsenfest. Wenn sie die Lust packt, bin ich jederzeit für eine Partie bereit. Mein Geheimnis beim Kartenspiel ist... Was los? Hast du ein Problem oder was? Oh, Entschuldige, Mann. Wollte dich nicht blöd anmachen. Wirklich nicht! Alte Gewohnheit. Nimm's mir nicht krumm, ja? Vielleicht doch hier. Lass uns eine Runde zocken! Du musst wissen, ich hab dich so mit Worten. Und naja, nee, was soll los sein? Ich hab halt nur mal so eine Anfresse. Darum will keiner mit mir spielen. Ich bin Dolphin. Kartenspieler aus Leidenschaft. Komm schon, Alter. Spielen wir eine Runde, ja? Ich kann überlegen, ob ich einen austausche. Hätte eine Viererstärke. Nee, ich war gerade noch hochkonzentriert. Wir machen... ihn raus und wird es so hin, wo ist er hin? Hä, wo soll er jetzt hin? So. Ich darf anfangen. Okay. Gibt es da einen Punkt? Da gibt es einen Punkt und daneben gibt es auch einen Punkt. Damit kann ich den... Moment. Kann sich noch erinnern, dass ich gedacht habe, dass ich bei der Mathearbeit eine schlechte... Ja, hast du eine schlechte Note geschrieben? So, dann gibt's... Warte mal ganz kurz. Und zwei Streber.
war Glück. Das sagst du jedes Mal, dass es Glück war. Gefängnis von Coral darf man keine Schwächen zeigen, weißt du? Darum mache ich immer einen noch ganz hart und klaus jeden Trottel an, der mir zu nahe kommt. Man weiß ja nie. Doch leider machen nun alle einen weiten Bogen um mich. Ich will doch nur eine Runde Karten spielen. Aber keiner von den Schwachköpfen will das kapieren. Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich die alle so fasse. Naja, ein ganz klein wenig muss ich wohl auch an mir arbeiten. Aber du hast dich nicht abschrecken lassen und bist zu mir gekommen, um mich einzuschrecken. Ich sollte mal besser auf meinen Arsch hochbekommen und mehr auf die Leute zugehen. So, next please. Ja, ich würde ja gerne jemanden unter den Kartentisch trinken. Oh, Hallöchen, du Schnuckelchen. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Du bist auch so durstig wie ich, nicht wahr? Verträgst wohl nichts, was? Dann spiel wenigstens eine Partie Blut der Königin mit mir. Dein Pech, dass du mich gerade jetzt ansprichst, wo ich in Stimmung bin. Ich bin Mary. Sobald ich einen oder zwei Intus habe, schlüpft mir keiner mehr durch die Finger, Schatzi. Und jetzt entscheide dich. Trinken wir ein? Oder spielen wir eine Partie? Ich warte. Inwiefern hast du die anderen gerade so bestanden? Das könnte jetzt problematisch werden. Vielleicht darf ich mich nicht legen. Da ein Punkt, da gibt's einen Punkt und da gibt's einen Punkt. Gut. Was heißt ein paar Fehler? So heißt es, die kriegt einen Punkt. Gut. Sich irgendwie versuchen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen entscheidenden Fehler gemacht. Alter, ist die gut. Heilige Scheiße.
die ist echt gut. Scheiße. Ja, das hat sie gewonnen. Hi Jane, ich bin bei Kapitel 8. Ja, das hat sie jetzt gewonnen. Respekt. Ich muss gegen sie gewinnen. Ich finde es super. Die lassen wir alle da. Wir hatten die so gute Karten, verdammte Scheiße. So, wenn ich den Zielen lege, gibt es da keinen Punkt. Dafür auch nicht. Da gibt es da einen Punkt. Ich finde es super. Nee, das soll nicht so sein. Was ist bei mir gegen dich? Ja, warte mal. Ah, die ist echt gut. Hallo, die Waldfee. Aussetzen, verdammt. Hä? Ach, weil ich nichts mehr hätte machen. Ja, gut. Wieder nur Kritze auf der Hand. Natürlich kriegt sie den Scheiß wieder, ist ja typisch.
Ah, ich glaube, das war... das war jetzt Quatsch. Was hab ich denn jetzt gemacht? Die ist echt gut. Ja, und weil sie jetzt aussetzt, gewinnt sie jetzt. Ja. Die macht mich fertig, die Alte. Entschuldigung. Da setze ich Starpunkte. Nee, dann sind die gleichgestellt. Nein, 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 das ist Quatsch. So, dann ist die in der Mitte schon mal meine. Das ist ungültig, das wäre also weg. Die heben sich aus, genau, und die... Yay! Die Nachhilfestunde bei Licht, die hat gestern voll was gebracht. Autsch! Dankeschön. Das Ergebnis muss ich mir erst einmal schön trinken. Ach Gott. Mutiger Anfänger. Spritze, um bei BDK so richtig in Fahrt zu kommen. Aber in letzter Zeit übe ich mich doch lieber ein wenig in Abstinenz. Neulich habe ich nämlich wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und während des Spiels einen ziemlichen Absturz gehabt. Da hat mich dann so ein merkwürdiger Kerl im Rausch zugetextet. Und darum zählt die Partie heute auch gar nicht. Ohne meinen Stoff bin ich nämlich nicht in Höchstform. Nächstes Mal trinke ich dich erst unter den Tisch und ziehe dich dann beim Kartenspiel über den Tisch. Ist mir egal, ich hab die Aufgabe getan. Oh
bist du ja wieder, mein lieber Alleskönner. Ich muss dir für deine Dankeschön. Du hast ein neues Feuer entfacht unter den Spielern. Alle sind wieder ganz versessen auf Blut der Königin. Damit ist mein Einkommen für die nächste Zeit gesichert. Das war großartig. Hier ist die versprochene Belohnung. Und wo du schon mal hier bist, für einen so begabten Kartenspieler wie dich hätte ich genau die passenden Karten. Schau sie dir doch einmal an. Ich hab die aber schon alle. Tut mir leid. Zu starke Spieler sind schlecht fürs Geschäft. Gibt nichts Langweiligeres, als wenn immer nur die gleichen gewinnen. Da muss man doch eingreifen. Dass ich der Betreiber des Casinos bin, sollte lieber unter uns bleiben. Du willst doch sicher nicht wieder hinter Gittern landen. Das wären dann alle drei. Damit sollte Pico so langsam die Anlage sein. Wir sollten zurück zu Esther. Pico hat mächtig viel Kohldampf. Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Ach so. Und falls ihr noch Futter übrig habt, kann ich es euch gegen Rennaccessoires eintauschen. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Nee.